Vertraue deiner Kraft, denn dir hast du schon viel geschafft. Liebe, Lust und Leben, Liebe, Lust und Leben, hey du, vertraue deiner Kraft, denn mit ihr hast du schon viel geschafft. Liebe, Lust und Leben, Liebe, Lust und Leben, hey du, vertraue deiner Kraft, denn mit ihr hast du schon viel geschafft. Ich liebe dieses Leben, ich liebe dieses Leben. Hey du, vertraue deiner Kraft, denn mit ihr hast du schon viel geschafft. Wildheit, Wut und Wonne, Wildheit, Wut und Wonne. Hey du, vertraue der Göttin Kraft, denn mit ihr hast du schon viel geschafft. Ich liebe dieses Leben, ich liebe dieses Leben, ja. Yeah, wow, so schön. Ich muss jetzt einfach nochmal die Energie nutzen und hier live gehen für euch, weil ich gerade einen, ja, hey, sind auch gerade hier zwei da, hi, weil ich gerade einen so wunderschönen Call hatte. Im Rahmen des Lustraum Moon Calls, den wir immer zum Neumond haben. Das ging um das Thema Wut und Sex und Lust und Wildheit. Und es war super, super berührend. Waren auch so viele Frauen. Es war echt super, super schön. Hey Melanie, hi. Genau. Es war super, super schön. Auch wirklich die Einladung zu den Neumond Moon Calls. Wir sind auch gerne Externe immer zum mal reinschnuppern, Lustraum, Luft schnuppern. Willkommen, also immer Neumond könnt ihr euch schon im Kalender anstreichen, wenn ihr mögt. Da könnt ihr für 10 Euro einfach mal reinschnuppern. Genau, aber wow, schwarzes Ei, ja, mein Obsidian-Ei, genau. Mega Manifestationspower Juni-Ei, das geht echt ab. Meine Juni hält es nicht annähernd so lang drin wie den Rosenquarz. Aber es wird schon länger. Yeah, so schön. Wow, hallo, so viele, die zuschauen. Ich wollte eigentlich genau über diese Themen heute mit euch sprechen, weil es so viele tolle Erkenntnisse im Moon Call gab mit den, keine Ahnung, 15 Frauen oder was wir da gerade waren. So berührend, so cool. Wow, und so ein paar Essenzen möchte ich gerne euch schenken, einfach als Geschenk, weil es so, ja, so geil einfach ist, was unsere, also erstmal zu fühlen, wo wir diese Wut überall haben, wo wir sie leben, wo wir sie vor allem noch nicht leben, wann wir sie gelernt haben, wann wir gelernt haben, sie nicht zu leben. Ein ganz wichtiger Punkt, der auch so bei mir immer so voll drin ist, was ich immer wieder spüre, ist, wenn ich sie dann zulasse, wie viel leichter es ist. Und dass ganz viel von meiner Lethargie und Schwäche, Gefühl und Müdigkeit und was das so alles ist, ja, also diese Antriebslosigkeit, ganz viel daher kommt. Und dass ich eigentlich, ja, aber das nehme ich schon gar nicht mehr wahr, eigentlich meine ganze Kraft dafür brauche, den Deckel drauf zu halten. Ja, den Deckel drauf zu halten auf meine hohe Energie, auf meinen Sprühen vor Potenzial und Kraft, ja, und eben aber auch auf meine Wutkraft, weil sie nicht anerkannt ist, weil ich so sehr Angst habe, andere zu verletzen und dadurch zu verlieren. Und es ist jetzt kein Plädoyer dafür, wild um euch zu hauen und alle umzuverletzen. Das meine ich damit nicht, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wundervollen Frauen da draußen, ihr wisst, glaube ich, ganz genau, wovon ich rede. Gebt mir mal ein Zeichen, ja. Gerne schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr das kennt oder ja, Herzen, genau. Danke. Es ist so krass, es ist so nicht drin in unserer Gesellschaft, es ist so nicht in unserer DNA angelegt. Also, es ist angelegt schon, aber über die Jahrhunderte anders aberzogen. Ja, Hexenthema und so weiter. Also, das steckt, da hatte ich auch schon mal Videos zu gemacht. Das ist so krass tief in uns drin, über Ahnenlinien. Über unsere DNA, über dieses Leben, was wir erlebt haben.
Und es ist aber so dran, gerade jetzt, ja. Weil was die Menschheit gerade braucht, ist Power von uns Frauen. Und zwar ehrliche, wahrhaftige, seelenverbundene Power. Und ich habe für mich in meinem Leben die Feststellung gemacht, wenn ich es wirklich zulasse, ganz echt diese Wut fließen zu lassen, in dem Moment, wo sie ist, dass sie dann nicht verletzt, dass sie vielleicht den anderen erstmal erschlägt oder so eine Grenze setzt, ja, aber das, was so weh tut beim anderen, ist meistens, dass ich die Wut so komisch verändere in dem Prozess, sie eben nicht rauszulassen und sie dadurch so was ganz anderes bekommt, mit so viel Angst, mit so viel Widerstand gemischt, anders rauskommt und es nicht diese pure, schöne, pure Wut ist. Weil eine pure Wut ist ja gar nicht aggressiv gegen den anderen gerichtet. Ja, so spannend. Und ihr müsst nur eure Kinder angucken, wenn die sich das noch bewahrt haben, wirklich wütend zu sein. Ja, da kann natürlich auch mal ein Möbelstück kaputt gehen oder so, aber das ist ja gar nicht dann oft gegen eine bestimmte Person gerichtet. Also ich rede jetzt auch von kleineren Kindern. Aber es ist so da und es ist so echt und es ist so authentisch und das ist so gut. Und da wieder ranzukommen an diese Kraft, wir müssen wirklich, es fühlt sich so an, als ob wir so ganz viele verkrustete Schichten haben von den vielen, vielen Hunderttausenden von Malen, wo wir diese Energiequalität in uns unterdrückt haben. Und ich bin davon überzeugt, dass da auch ein ganz klarer Zusammenhang zur Orgasmusfähigkeit besteht. Weil bei beiden Energien, zum einen sind sie sehr ähnlich, es ist diese aufsteigende Energie, ja, es ist, wird dann Kundalini-Energie genannt, Schlange oder so, ja, in der Sexualität. Und das ist der Vulkan in der Wut, beides ist eine aufsteigende Energie, die ich, wenn ich sie echt zulasse, nicht mehr kontrollieren kann. Und in dem Moment, wo ich sie nicht mehr kontrollieren kann, macht mir das mir als programmierter Wohlstands westlicher Kultur-Ego-Verstand, ja, macht es mir so eine Heidenangst, dieser Kontrollverlust, dass ich da natürlich gleich deckle, ja, und das nicht zulasse. Und es ist diese Art der Hingabe, diese Art, dass ich weiß nicht, was passiert, wenn meine Gefühle explodieren. Ja, ich weiß nicht, was passiert, wenn mein Orgasmus explodiert, wenn meine Hingabe explodiert, wenn meine Hingabe an das Leben, und das ist in beide Richtungen, wenn das passiert. Ja, und ich glaube, dass da ein ganz starker Zusammenhang liegt, warum es so vielen Frauen auch schwerfällt, Orgasmen zu haben. Und ja, weil sie genau auch da so sehr dieses gedeckelt haben, so viele Krusten gewachsen sind, aufeinander gebaut, wo ich immer wieder Wut kommt, ich lasse sie nicht zu, ich drücke sie runter, mache einen Panzer drauf, Kruste, nächste. Ja, und das sind die gleichen Kanäle, die verstopft sind. Das sind die gleichen Kanäle, die ich für meinen energetischen Orgasmus brauche, also für die energetischen Part des Orgasmuses, ja. Deswegen, das betrifft auch Frauen, die grundsätzlich einen Orgasmus haben können, aber ihn vielleicht nicht so tief und ganz körperlich erfahren, wie sie es gerne würden, ja, oder was noch viel mehr an multiplen Orgasmen und so weiter möglich ist, ja. Und das ist wirklich, also ich merke es in meiner Arbeit, je mehr ich mit dieser Wutkraft arbeite und mich da traue hinzuschauen und forsche und weitergehe und auch wenn es unangenehm wird, auch wenn es mal ist, ja, da reinzugehen, rüber zu gehen, zu tauchen, desto mehr verändert das auch meine Sexualität. Und das ist so, so, so cool. Und da sind wir jetzt noch gar nicht in der partnerschaftlichen Wut-Thematik, Wut-Liebe-Thematik mit dem Partner drin. Das ist, hängt da auch noch alles mit zusammen. Ja? Aber ich bin jetzt wirklich nur bei mir erstmal alleine. Und es ist so cool. Das ist so eine Qualität für die Lust. Und dann wiederum, es ist die gleiche Energie, die gleiche Power oder eben verhinderte Power, die ich brauche, um geil mir zum Beispiel Geld manifestieren zu können, Business zu führen zu können, ja. Das sind genau die gleichen Energien. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, ein Riesen, wie soll ich sagen, ein Riesengrund sehe ich darin, ich rede jetzt zumindest einfach mal von meiner Wahrheit, warum in den ganzen Führungspositionen immer noch, ich weiß die Prozentzahl nicht, aber deutlich mehr Männer sind als Frauen.
Ja, weil Männer können das besser. Die haben das nicht so krass abtrainiert bekommen, glaube ich, als Kinder wie wir und bringen da einfach nochmal was anderes mit, ja, in ihrer Inkarnation als Mann. Die können da mehr mit umgehen, mit ihr. Die haben auch viel mehr Kanäle für ihre Wutkraft, sei es beim Fußball, ja, dass sie als Kinder gelernt haben, sich gegenseitig vors Schienbein zu hauen. Soll man zwar nicht, aber alle machen es, ja. Wie bei uns Frauen, oh, hallo Alex, schön. Bei uns Frauen, es ist so was anderes. Euch allen anderen auch schön, dass ihr da seid. Es ist immer nur, wenn ich jemanden kenne, dann bin ich immer so, yeah. Voll schön. Aber dann freue ich mich natürlich genauso oder mehr oder ach, keine Ahnung, Scheißwertung. Also, zurück zum Fußball, vor Schienbeinhaut-Thema. Ja, also Männer, Jungs haben das anders, durften das leben. Wir durften nicht kämpfen, wir durften nicht. Also es war einfach klar und das geht ganz früh. Es ist diese, ich habe früher Kunstwissenschaft studiert, neben meiner Theaterpädagogik und habe ein geiles Seminar mal belegt zum Thema Genderforschung. Es war super spannend. Und ich fand es so krass, dass du eigentlich machen kannst, was du willst, selbst wenn du dein Kind noch so genderneutral sozusagen begleitest, erziehst. Du hast keine Chance. Es beginnt da, wo das Baby im Bauch ist und mit dem Bauch von außen anders geredet wird. Ob es ein Junge, also wenn man es weiß, ja, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, das ist so krass. Da fängt es schon an und dann das Kind im Kinderwagen genauso von außen. Oder Tragetuch her. Also, das ist so krass. Es ist einfach, das Kind fällt hin. Es ist ein Junge, sagt der, oh, ein Indianer kennt keinen Schmerz, steht wieder auf. Ein Mädchen, oh, nein, nein, nein. Ja, also, das ist so krass. Und selbst wenn wir das nicht machen, dann machen es andere. Das heißt, diese Prägung ist gesellschaftlich einfach total da. Ja, wie wir mit Schmerz umgehen, wie wir eben unsere Wut rauslassen. Und ein Mädchen, das wütend ist, ist nicht hübsch. Das wird nicht geliebt. Und wer nicht geliebt wird, das ist eine total krasse Kette. Ja, ich bin nicht hübsch, ich werde nicht geliebt, ich gehöre nicht dazu. Ja, ich werde ausgestoßen, ich passe nicht zu der Menge. Und das ist bei uns, weil wir Herdentiere sind, gleich eine Existenzangst. Ja, eine Angst, ich sterbe. Also ist wütend ist gleich, ich sterbe. Ha! Ja, und da wundern wir uns, warum wir es nicht so leicht haben, wütend zu sein, weil das in uns so verschaltet ist. Ja, da musst du eben wirklich in diese Wurzel gehen. Und ich glaube, dass das auch Dinge sind, die wir nicht nur kopftechnisch lösen können. Also man kann da, glaube ich, ganz viel drüber forschen und Bücher lesen und sich schlau reflektieren und seine Vergangenheit davon reflektieren und alles. Ich glaube, dass das wirklich Sachen sind, die ganz stark wir über die Körperebene uns erarbeiten dürfen und lernen und neu uns einfach ein neues Repertoire erarbeiten dürfen. Ja, ganz neu. Und das ist das, was ich im Lusttempel Wild anbiete, ja, und wo ich denke, dass es gerade so sau wichtig ist für uns Frauen, ja, so wichtig ist, dass wir wirklich, wie soll ich sagen, es geht nicht ums Kultivieren der Wutkraft, es geht mehr um eine Erlösung dieser Kraft und um eine, sie, die Essenz daraus freizulegen, ja, wirklich die Essenz, weil wir. Sie hat natürlich was Negatives, was Zerstörerisches und all das, was uns ja auch so Angst macht. Aber in ihrer Purheit ist da eine wunderschöne Essenz drin. Eine wunderschöne Essenz, eine kraftvolle, scheiße, kraftvolle Essenz. Und es bringt uns zum einen in unsere Kraft. Wahnsinn, ja? Wir haben einfach doppelt so viel Kraft zur Verfügung. Und das ist das, was wir brauchen gerade, ja? Kreativität, keine Frage, Sexualität, Lustpotenzial brauchen wir. Die Leute, die mit mir manifestieren geübt haben, wissen das. Die Frauen brauchen wir zum Manifestieren. Orgasmic Love Frequency, ja. Die hatten anderen Wumms, wenn ich meine Wutkraft eröffnet habe, ja. Die hatten, wenn ich diese Krusten abgebaut habe. Und dann zu diesem Vulkan da unten komme. Und dann kann ich diese Vulkanenergie natürlich zur Wut nutzen, aber ich kann sie auch ja, zur Lust zu nutzen, zum Orgasmus, zur grundsätzlichen Ekstase, zum grundsätzlichen Fühlen. Weil was diese Schichten machen, die meine Wut deckeln, es ist ja so, wenn wir ein bestimmtes Gefühl in uns negieren und unterdrücken, ist es meistens schier unmöglich, nur das eine zu unterdrücken. Es macht eher, dass anderes alles mit gedämpft und gedrückt wird. Ja, das heißt, ich kann auch Freude, Spaß, Lust, Liebe, all das weniger stark fühlen und empfinden, wenn ich meine Wutkraft, meine Aggression so krass unterdrücke. Logisch, oder? Und
um geil manifestieren zu können, die Frauen, die mit mir gehen, wissen, es geht übers Fühlen, über die Gefühle. Und wenn ich geil fühlen, manifestieren will, muss ich tief fühlen können. Und wenn ich dieses tief fühlen aber nie zulasse, weil ich meine Wutkraft so deckle, ja, geht die Gleichung nicht auf. Und das ist wirklich, außerdem ist fürs Manifestieren, das ist wirklich, es hat nochmal eine andere Qualität. Es ist eben nicht mehr nur dieses ganz weiche, hingebungsvolle Empfangende, was wir brauchen, was sich die Frauen in meinen Lusttempel immer sehr schnell erschließen können, weil es was uns weiblich sehr eigenes ist, ja, was uns leicht fällt. Aber gerade durch diese Wutkraft kriegen wir eine Gerichtetheit, eine das, was uns oft so fehlt, zum Beispiel manifestieren, Disziplin, täglich das Ausrichten. Oh Gott, ja, mein Gott, was kämpfe ich da noch heute für? Ja, warum? Weil ich habe keine Power da, das ist alles so schluffi, ja. Und das ist auch diese Wutkraft, das ist genau die, das ist die, die mir Biss gibt, bis an was dran zu bleiben, bis für mich einzustehen, bis wirklich zu gehen, auch gegen meine vermeintlichen inneren Stimmen oder gegen die inneren Stimmen, die mich in alte Muster ziehen wollen, die mich klein halten wollen, ja, da nicht wieder darauf reinzufallen, dafür was Neues mir zu erarbeiten, neue Verhaltensmuster und, einfach neu, ja, für dieses ganze Neu hilft mir super diese Wutkraft und diese Gerichtetheit, die daraus entstehen kann, die ist sehr klar, die ist sehr nach außen, die ist wirklich, das will ich, da will ich hin, bam, hier bin ich, ja, genau. Und was es auch ist für alle Frauen, die schon im Business unterwegs sind, die schon in Führungspositionen sind und unterschätzt das nicht, ihr Lieben, ab da, wo ihr in Richtung Coaching geht, seid ihr bereits Führende, ja, auch wenn ihr 1:1 Coaching macht. Ihr seid dann sofort in einer Führenden, ihr führt, ihr geht voran und andere folgen euch und damit seid ihr Führende, ja, auch wenn das in unserer Gesellschaft der Führer und so weiter, ja, das Wort allein schon total negativ besetzt ist. Es ist trotzdem so, du bist eine Führende und wenn du Mama bist, bist du auch Führende, ja? Und in diese Kraft reinzugehen, das ist die Kraft der Leitwölfin. Und die Leitwölfin ist wild. Und sie hat diese Wutkraft, weil die Wutkraft hat ja immer diese Wildheit mit in sich drin, ja? Wildheit und Wutkraft gehören total zusammen. Es hat jedes auch noch was Eigenes, aber es gehört zusammen. Und diese Wildheit, ja, das ist ein Potenzial in mir drin. Und wenn eine Leitwölfin da ist und kommt, die muss nicht andauernd kämpfen, die muss gar nicht. Die hat einmal ihren Kampf gemacht, um ihre Position, ja, zu stärken, zu wissen. Dann wissen alle, sie ist die Stärkste. Und sie akzeptieren das. Und sie ist die Leitwölfin. Und eine Leitwölfin, die betritt den Raum und alle, wissen, eine Leitwölfin weiß, jetzt auf uns Menschen bezogen, weiß, ihre Energie zu richten. Sie weiß genau, wie sie Klientinnen anzieht. Sie weiß aber auch genau, wie sie mit Menschen spricht. Ja, die zum Beispiel ihre Assistenten sind, die wirklich gut zu führen, wirklich gut. Das ist was, ich musste das, inzwischen habe ich 5, manchmal 6 Assistentinnen, ja. Und es ist für mich echt eine mega Herausforderung gewesen, da reinzuwachsen. Ich war davor immer Doula, Dienende, ja. Das war für mich eine ganz neue Welt, wo ich wirklich echt erst diese Position der Führenden, der Leaderin, mir wirklich erst erschlossen habe. Und genau dafür habe ich gemerkt, brauchst diese Wutkraft, die auch Klarheit gibt, die so klare Anweisungen, ja, nein, ich will das so, ich will das anders und du, ja, und die schon am besten vorweg durch die Energie das so macht, dass es fast gar keine Erklärungen mehr braucht, ja, Wahnsinn, also ich merke immer genau die Tage, wo ich gut in dieser Kraft bin und in dieser Position, in dieser Energie der Führenden, da brauche ich fast nichts regulieren oder verändern oder Ideen reingeben, das ist dann so, dann läuft alles wie im Schnürchen und man braucht mich fast nicht, ja. Und in den Tagen, wo ich so, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ja, die gibt es für mich ja auch. In den Tagen, kommt ein Problem nach dem anderen und die Fragen und ja, und bin ständig gezwungen, mir sozusagen meine Position wieder klarzustellen. Und all das, ja, ist bei einer Leitwölfin, die wirklich ihr Potenzial, gerade wenn ihr auch, ich meine, ich habe jetzt so wundervolle, liebevolle, tolle Assistentinnen, die alle voll auf dem Weg sind und voll die erwachten Frauen sind, ja, habe ich es ja eh voll leicht. Aber man hat ja nicht nur mit solchen tollen Frauen zu tun, sondern
Ich werde schon wieder echt hart, aber ja, man ist ja auch in der Normalo-Welt da draußen mit irgendwelchen Anwälten, Buchhaltern, Steuerberatern, keine Ahnung, ja, irgendwelchen anderen Menschen, teilweise männlichen Menschen, sehr viel männlichen Menschen. Und da draußen, Alter, das ist eine andere Welt und da brauchst du deine Leitwölfe, sonst wirst du gefressen. So blöd es klingt, das ist voll animalisch, ja. Und das ist eine Energie, und mit der ich in den Raum reingehe. Und das ist wuff. Und dann bin ich eben nicht das kleine Mädchen. Ich bin nicht das scheue Reh. Nein, ich bin die Leitwölfin. Und diese Energie habe ich durch diese Wutbereitschaft, möchte ich es jetzt mal nennen. Ja, es ist so ein Alter, du weißt, dass ich das in mir habe. Und ich weiß, dass ich das in mir habe. Ja. Das ist, wie ich eben mal das erste Mal mit 12 meinen Selbstverteidigungskurs gemacht habe und gelernt habe, wie ich theoretisch jemanden umbringen kann mit einem bestimmten Handkantenschlag gegen die Kehle. Und ich bin als 12-Jährige anders durch die Straßen in München gegangen, nachts, ja, und mich hat niemand angesprochen. Die haben gefühlt die Straßenseite gewechselt, weil ich so, ich weiß es, ja. Bam, und das ist eine Energie und das ist alles ist Energie und diese Energie strahlen wir raus, ja, so logisch. Und das ist geil und das ist eine geile Kraft und sie ist so wunderschön und sie kann auch super sanft sein und sie kann hochspirituell sein und es tut sich gegenseitig nicht ausklammern, überhaupt nicht. Aber wir haben oft so Angst und wir tun dann im Spirituellen uns halt so gern nur dieses Sanfte raussuchen, weil wir das ja so sind, weil wir sind ja so schöne Mädchen. Wir können so ganz weich und ganz lieb sein. Ja, können wir. Aber eben, wir können es schon. Das müssen wir nicht mehr lernen. Das können wir eh. Das andere sind wir aber auch. Und auch eine Frau, die wilde Wolfsfrau, ja, auch die wilde Frau hat diese. Oh, diese wirkliche Vulkan-Wutpower in sich, ja. Und die musst du echt erstmal rauslocken, die musst du rauskitzeln, die musst du rausmanifestieren, die musst du rausglaubenssätzeln, die musst du aber eben wirklich auch mit dem Körper erleben. Ja, und da habe ich so Bock drauf, mit euch zu gehen. Und diese 4 Wochen im Lusttempel Wild sind echt geil. Die werden echt krass und die werden super intensiv und es gibt Challenges und sie sind richtig mit Biss. Also es ist wirklich jetzt nichts für Frauen, die sagen, oh, ich mache das mal ein bisschen nebenbei, düdelü. Nee, düdelü nicht, dann komm nicht, ja. Also es ist wirklich entsprechend, ist auch, kostet es auch so, dass es wirklich nur Frauen machen, die es wirklich wollen, ja, und wirklich Frauen dabei sind, die einfach auch schon wissen, wie Manifestieren funktioniert. Weil es geht jetzt nicht darum, in dem Seminar geht es jetzt mal nicht darum, dass ich euch das beibringe, wie das geht. Das mache ich in meinen anderen Lusttempeln. Ja, also deswegen ist es wirklich die Einladung, die Frauen, die eventuell die Praxis schon kennen, mit der Ausrichtung oder einfach schon sehr da drin sind, dann herzliche Einladung. Wenn du da unsicher bist, dann komm einfach mit mir persönlich ins Gespräch, dann können wir zusammen gucken. Ja, weil das ist so geil. Also es ist echt, ich finde, es ist für mich gerade so der Magic-Schlüssel für ganz vieles. Es sperrt mir so viele Bereiche auf, ja. Und ich finde es so geil. Und ich glaube, es ist gerade so der Beitrag an die Welt da draußen, mehr Frauen, ja, zu empowern, wirklich diese Kraft, mit dieser Kraft da rauszugehen. Mit einer positiv gerichteten Wutheizkraft, Urkraft, wuff. Yeah, wow. Wie viele Kinder habe ich schon erlebt, die dann, okay, nicht super viele, aber einige, die mit dieser Wutkraft auf die Welt gekommen sind, bei ganz tollen, schönen Geburten, ganz kraftvollen Geburten. Und es kommt ganz oft, eigentlich fast, ja doch, eigentlich fast immer der Punkt, wo die Frau nicht mehr will und dann wütend darüber wird, über alles oder ihre Geburt oder so. Und mit dieser Wut, die dann transformiert in diese Kraft und damit ihr Kind auf die Welt bringt, ja, wow, was für ein, da fühlst du diese Kraft und das beseelt die Frauen, ja, das beseelt sie die ganze Mama-Baby-Zeit lang, so geil, das bringt sie halt so in die Kraft, ja, und das ist so das Gegenteil von Ohnmacht und von Opfer sein, das ist wirklich auch nicht Täter, nein, es ist Schöpfermacht, ja, es ist wirklich, ich trete damit in meine Macht und meine Größe als Schöpferin und als Leitwölfin, genau. Ja, ich freue mich drauf. Sind ja schon noch ganz viele dabei. Ein paar Plätze sind aber noch frei. Schreibt mich gerne an. Ich bin super neugierig, welche Leitwölfinnen
da noch mit mir gehen werden. Und jetzt ist es spät und ich beende das hier und wünsche euch eine wunderschöne, wutvolle, ja, und schreibt noch drunter eure Erlebnisse gerne zum Thema Wut und Sex. Auch das ist ja super, super spannend. Da bin ich jetzt gar nicht so drauf eingegangen. Nächstes Live. Ich wünsche euch eine wunderschöne, gute Nacht, ihr Lieben. Ich liebe euch sehr und ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf und für euch Beitrag sein darf und für diese krasse Weltentwicklung hier vorantreiben darf in die neue Zeit. Mua.